Hallo und herzlich willkommen bei den Papierverrückten. Mein Name ist Christina und ich heiße dich in diesem Video herzlich willkommen. Ich habe im letzten Video eine Schachtel gebastelt für diese Kerze mit Kniff. Denn diese Kerze gibt eine Botschaft preis, sobald sie runtergebrannt ist. Wie ihr das Ganze macht und wie ihr diese Box bastelt, das verlinke ich euch hier unten unterm i und auch nochmal unten in der Infobox, sodass ihr euch das anschauen könnt. Und zu diesem romantischen Kerzenlicht möchte ich jetzt noch eine Valentinstagskarte basteln. Ihr braucht dafür im gleichen Farbton wie die Box einen grauen Farbkarton in den Maßen 25 x 9 cm. Habe ich mir schon zugeschnitten. Dann falze ich mir das Ganze mit meinem Papierschneider. Ihr könnt es aber auch mit dem Lineal abmessen, das ist gar kein Problem. Bei 8,8 cm. Und bei 17,1. Ihr könnt es auch bei 17 cm falzen, das ist gar kein... Nee, könnt ihr nicht. 17,1. So, ich habe mir jetzt hier meine Grundkarte gefaltet und jetzt bekommt ihr hier eben noch so einen schönen Rand. Und was ich jetzt machen möchte, ist mir ein Herz rausstanzen. Dafür nehme ich mir meine Big Shot. Und wenn ihr jetzt hier eure Karte aufklappt, also so soll sie aufzuklappen sein, drehe ich mir das Ganze so einmal um und lege es mir so ein. Nochmal schauen. So muss das Herz drauf. Also lege ich es mir so rum ein. Ich habe hier eine magnetische Platte, das heißt, ich kann es mir jetzt hier einfach schön ausrichten. Ungefähr mittig. Dann schiebe ich mir das alles hier durch. Das Herz kann ich mir aufheben. Und jetzt habt ihr hier eben schon mal ein Herz herausgestanzt. Ich habe mir jetzt das gleiche Herz nochmal in grauem Farbkarton auch nochmal ausgestanzt. Und ihr seht vielleicht schon auch, was ich hinaus will. Ich nehme jetzt einfach meinen Kleber, klappe mir die Karte zu. Lege mir das Herz hier rein. Und jetzt kann ich das eben hier öffnen. Kann jetzt hier nochmal einen kleinen Spruch hinstempeln, hinschreiben und hier dann eben die persönliche Botschaft. Ich werde das Ganze jetzt noch ausdekorieren, ungefähr im gleichen Stil wie hier. Und mir ging es jetzt einfach hier darum, euch den Mechanismus zu zeigen, wie eben eine Karte interessanter gestalten könnt, indem ihr sie einfach nicht nur zum normal aufklappen macht, sondern eben so ein bisschen interaktiver hier das Ganze gestalten könnt und auch ein bisschen mehr Platz habt, um jetzt hier unterschiedliche Dinge auf der Karte unterzubekommen. Wie ich das Ganze jetzt eben noch dekoriert habe, das seht ihr dann im Anschluss beim Abschlussfoto. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Christina.